Hallo Leute und willkommen zu unserem Rush Guide. Wie gewinne ich ohne Items? Okay. Das ist der beste Guide, Leute, ne? Der Spirit des Guides lautet Schlag. Schlag, ein Jump und Hide. Oder ein Sneak. Ja. Das sind die Spirits. Weil wir sind hier also auf Farmwelt.de und hier gibt's keine Villager bei Team Rot. Das ist irgendwie so ein Bug. Ja. Wir hoffen, dass das jetzt nicht gefixt wurde, weil dann kaufen wir uns einfach gar nichts. Ey, 2 gegen 2 ist das! Ja, gut. Noch besser. Einmal Rocky Chucky. Jawohl. Und wie ihr seht, keiner Villager. Wir können hier nichts machen. So. Jetzt kommt der Spirit des Geiles, Leute, ne? Erstmal hier ausrüsten, ne? Hier hinten gibt es eine heilige Truhe, wo ein Schwert drin ist. Und ja. Da möchte ich euch was erklären, Leute, ne? Warte mal, wir müssen jetzt mal hier so immer wieder schreiben, ne? Keine Betten, wollte ich schon sagen. Keine keine Betten, schon fickern. So. Das ist mal Grundsatz zum Einsatz. Das muss mindestens einer aus dem Team schreiben, sonst funktioniert der ganze Trick nicht. In der Tat. Ja, sonst funktioniert der ganze Guide nicht, Leute, ne? Das müsst ihr wissen. Ja, das ist so ein Survival Guide. Also, wir müssen jetzt einfach hier blöd rumrennen, dumm reden und dann einfach warten, bis die rüberbauen. Ja. So. Aber ihr seht. Normal habe ich ein Schwert, ne? Aber no panic on the Titanic, Leute, ne? Das war schon, das gibt's in der Kiste, ne? Das gehört noch zu keine Items, ne? Also ja. Zu keinen erkauften Items kann man hier die Runde gewinnen. Wir haben es schon mal geschafft und wir können die auch wieder bumsen. So, doch, man muss, eins muss man kaufen. Bei denen dann die Spitzhacke, weil man kann keine Blöcke mit der Hand abbauen. Genau. Das ist das Einzige. Aber wenn es 2 gegen 2 ist, ist es nicht so schwer. Schon, genau, aber nicht so schwer. Wir können hier auch ein paar Rosensträucher setzen, ne? Das ist alles easy. Guck. Ja, man kann die hier extrem trollen, diese Leute. Es ist auf jeden Fall. Na gut, die erleichtert uns jetzt die Arbeit, ne? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, aber das geht auch. Also, wir müssen uns nur mehr um die kümmern, das ist no problem. No problem? Ja, no problem, Leute. So, wir setzen jetzt hier paar Pilze, ne? Das ist das Feature an dem Ganzen, Leute. Wenn ihr Hunger habt, dann sterbt ihr einfach. Ja, das ist der geilste, das ist das geilste, außer unser Bett. Wenn euer Bett weg ist, dann würde ich euch empfehlen, lasst die Scheiße, ne? Das ist genauso. Ja, also das liebe Kinder nicht zu Hause nachmachen. Ja. So, jedenfalls, ich denke mal, den Spirit des Geiles kapiert ihr, ne? Wenn ihr Hunger habt, geht sterben. Ja. Wie die Asylanten, geh den Hungerstreik. Oh, ey, komm, das war jetzt fies. Nö, das war nicht fies. So. So, mit den Items werden wir jetzt gewinnen, die wir uns zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber ich denke, die haben. Ne, die haben auch Villager, aber bis die sich hier rüberbauen, ne? Das ist wieder eine andere Sache, ne? Ja, Flo und ich machen das immer so. Flo und ich machen das immer so. Wir stehen immer hier und da machen wir. Der Spieler Rocky Chucky. Achso, okay. Nummer 1 gegen 2. Wir machen jetzt dort Lagerfeuer, ne? Also, normal, wenn jetzt beide lief oder wenn der andere jetzt stirbt, da können wir den Guide nicht fertig machen, ne? Also, da müssen wir noch eine Runde dranhängen. Ne, das ist. Aber kann man ja sagen, eigentlich. Aber es ist. Okay. Und hier, Challenge accepted. Es ist möglich, man kann ohne Sachen gewinnen. Genau. Aber wir machen das auch noch richtig, Leute, ne? Ja, das war jetzt nur so ein Ausnahmezustand, weil die so dumm waren. Ja, wir waren einfach viel zu gut, ne? Wir waren viel zu gut, unsere Skills sind unglaublich. Also wir werden das jetzt nochmal machen für euch. Bei Team Gamer HD bleiben wir gleich hier dran, ohne Schnitt. Bei mir auch. So, Rush. In welches gehen wir? 8. Wo befindet sich 8? Hier. Ja, so. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, aber wir können hier unsere Taktik mal Oh ne, das ist rot, Egal. Wir müssen aber in rot, das ist eben der Nachteil. Es funktioniert nur bei rot. Genau. Also jetzt wieder der erste Trick, damit alles Schritt funktioniert. Heimkeller Villager. So. Das ist so Standard, dass man das macht. So. Das wird der perfekte Guide sein, Leute, ne? Ihr seht schon, ich habe schon Leben verloren. Das wollen wir nur mal verhindern. Ja, ne? Und vor allem Hunger. So. Ihr wirft dann einfach die unnötigen Sachen weg, die Ressourcen könnt ihr einfach vor euren Sachen hinschmeißen, ne? Zur Sicherheit. Ne? Dann klappt der Guide auch, Leute. Glaubt mir einfach mal. So. Ah? Hab mir schon Sorgen, mach weil nicht ganz von das. So. Wir müssen jetzt natürlich wieder warten, bis ja der
Gegner kommt, weil sonst funktioniert der Guide nicht. Ja, er muss kommen und... Er muss kommen und muss... Ja, einen Weg bauen. Wenn möglich, eine Verbindung mit uns aufbauen. Ah, und das macht er jetzt auch, ne? Das macht er auch. Ihr könnt auch noch gerne mit dem Gegner kommunizieren, Leute. Das ist gar kein Thema, ne? Ja, ihr könnt ihn fragen, wie das Wetter bei dem ist oder wie sein Tag war. Zum Beispiel so, wie war denn... Oder wir machen das so, Leute. Wie ist das Wetter bei dir? Wie heißt denn der nochmal? Keine Ahnung. Da. Kaktus MC. Ja. Der heißt, wie ist denn das Wetter, Leute, ne? Das nennt man Freundlichkeit, Leute, ne? Damit gewinnt ihr. Damit seid ihr sympathischer für den Gegner, ne? Dann will er euch nicht direkt abschlachten, wenn ihr eine Konversation mit ihm starten wollt, ne? Das könnt ihr auch gerne beachten, wenn ihr wirklich den Guide befolgen wollt. Wenn ihr wirklich gewinnen wollt mit dem Guide, ne? Ja. Und dann übrigens auch viele Grüße an das funwill.io-Team, weil das ist wirklich ein geiles Feature, dass ein Team Village hat und eins nicht. Das ist eine Herausforderung. Ja, das ist ein Spaß für Jung und Alt. Ist echt so. Ich muss sagen, Funwill, das ist echt geil. Wenn man hier schon die Pilze abbauen kann, kann man denn hier eigentlich auch die Holzstämme abbauen? Keine Ahnung. Ah, ich habe deinen Namen gesehen, wie du hier gerade runtergesprungen bist. Das ist natürlich auch sehr. Das war aus purer Langeweile, weil der nicht kommt. Ja, er wird aber kommen, ne? Also, nicht das kommt, Kinders. Ihr denkt bitte nicht gleich das Perverse. Aber er hat Blöcke in der Hand, das sehen wir. So. Er hat Blöcke in der Hand. Ich sehe den gar nicht. Ja, ich hab ja eine größere Chunkweite, glaube ich, als du. Ja. Glaube ich. Ich stelle jetzt mal auf 9, stelle ich jetzt mal. Ich sehe den Typen überhaupt das nicht. Das Team Rot. Ich sag's euch ja, Leute. Dieser Guide funktioniert einfach klasse. Wir müssen wieder eine Runde dranhängen, damit wir euch beweisen können, damit der Guide auch wirklich klappt. Ne? Ja, wir wollen euch das natürlich beibringen. Nur natürlich will ich jetzt nicht 2 Stunden sitzen. So, jetzt fang du erstmal schon mal an mit dem Reden. Mit unseren mal. Wir können nichts kaufen. So, ich schreib dann, wir haben keine Villager. Leute, ihr müsst kommunizieren, ne? Das ist eigentlich ist das der Spirit des Geiles, ne? Jo. Bist du 2004 geboren, also 10 Jahre, 11 Jahre alt? Jo. Oh, aber ihr dürft auch nicht respektlos gegen die antworten. Ihr könnt ja fragen, wieso heißt du eigentlich so? Zocker. So. Ihr könnt gerne eine Konversation mit eurem Teammate starten, ne? Ja, das ist eigentlich gar keine Probleme. Und wie gesagt, wenn ihr Hunger habt, dann einfach runterhüpfen. Weiß ich nicht. So. Bist du etwa 2004 geboren? Leute, ne? Das strahlt Sympathie aus. Schreibt er, ist es Engländer? Ja. Wie sollen wir uns das kaufen? Das sehen Sie im Guide. We don't have any villager. So. Er geht an eine Truhe, die leer ist, die wir schon gelootet haben, Leute, ne? Das ist nett. Das ist gut. Das ist gut, was wir gemacht haben. Warte mal. Ist die Mehrzahl auf Englisch dann Villagers? Oder Villager? Ach, egal. Der kennt sich schon aus. Der weiß schon, was du meinst, ne? Ja. Oh, schau mal. Die bauen sich schon her. Ich sag euch, der Guide wird funktionieren. Wir zeigen euch, wie der Guide hier klappt. Wenn wir hier mal am Anfang ab und zu failen, ne? Das ist normal, Leute. Ja, und das ist auch normal, dass man, wie gesagt, schon Kamikaze. Ja, Kamikaze, ihr müsst sterben. Das ist eigentlich auch ein Spirit. Fürs Vaterland. Wir müssen sterben, ne? Oh. Ja, dessen könnt ihr wirklich gerne essen, bis die kommen, ne? Ja, ihr könnt auch trinken, ihr könnt alles machen. Ja. Oh, nö, das nicht. Obwohl, doch, eigentlich schon. Könnt ihr schon. Seht ihr? So. Da machen jetzt Flo und ich dann gleich mal was vor, Leute, ne? Das ist Kamikaze-Style. Ja, wir machen vor, ihr macht nach. Aber ihr müsst drauf achten. Wenn die schon hier sind, genau da, wo ich stehe, habt ihr eigentlich so gut wie schon verloren. So, aber der Zocker HD hilft uns, den Guide zu vervollständigen, ne? Wir müssen wirklich hier einen... Es ist schon Nummer 3 gegen 3. Das ist natürlich auch geil.
Jawohl. Wir haben, man kann die Runde natürlich in knapp einer Stunde gewinnen, ne? Er hat keine Blöcke mehr, ne? Gut. Und er rennt wieder zurück. Er das holt sich die jetzt Zeit. Die Zeit kann man nutzen, damit wir schnell sterben können. Ja, damit man wieder rennen kann. Ja. Also rein theoretisch gesehen könnten wir die noch nicht runterhauen, ne? Wir müssen erstmal die Flugbahn alles mitberechnen, Leute, ne? Das ja, ist also wir brauchen hier den Quotienten aus dem. Was ist ein Quotient? Keine Ahnung. At all, Team Blau haben keine Willi. Ab den. Da. Das schon geschrieben. Wie gesagt, das strahlt Sympathie aus, Leute, ne? Aber ihr seht, die sind schon bald da. Das ist nicht mehr weit. Die kommen. Die kommen. Bis zum Erguss. Aber. Bluterguss meine ich. Als erstes kommt nur ein No-Hand namens Niklas. So, aber er macht das schlau, ne? Ja, er damit macht das. Er geht schlau ran. Das ist für uns natürlich jetzt ein bisschen ein Nachteil. Weil wie zur Hölle soll man da hochkommen? Das ist jetzt wieder das Ding. Aber es ist möglich. Es ist möglich, Leute. Ich habe ein Schwert hier, ne? Aber er baut sich natürlich hier extremst dumm vor, ne? Wenn er jetzt hier runterbauen könnte, bekommt er doch Fallschaden. Und dann können wir den allem, wenn wir mit der Hand draufgehen, den umbringen, ne? Ihr müsst das. Zieh dir bitte eine Rüstung an. Wer ich? Ja, Flo. Ja, okay. Hier geht's jetzt los. Also, die Party geht ab. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der kommt. Oh, und ein zweiter kommt schon. Und da ist er. So, Leute, ne? Das war's. Und hier kommt schon der zweite. Der baut hier. Genau. Oh, der hat einen Bogen. Ist aber eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben hier einen Baum, da kann man sich auch verstecken. Ja. Das ist kein Ding, aber einer muss natürlich wie immer. Und er kommt wieder. Er kommt wieder natürlich. Er kommt. Aber er bemerkt mich nicht. Der macht genau so eine dumme Sache, ne? Wenn wir alle zu dritt wieder draufgehen, ne? Dann ist der Guide perfekt. Ihr habt ja gesehen, dass es klappt. Oh, er schießt auf mich. Das ist natürlich jetzt wieder nicht so gut. Ihr habt aber natürlich gesehen, dass wenn wir alle draufgehen, ne, und einer ein Schwert hat zum Beispiel, also aus der Anfangsruhe dort hinten, dann geht der Guide auch. Aber wir müssen erstmal warten. Er weiß, dass ich ein Schwert habe, ne? Flo, ich bitte dich, stell dich mal bitte kurz hier hin und nimm mal mein Schwert auf und versteck dich mal so lange. Ich möchte mich mal ganz kurz umbringen gehen und zieh noch bitte die Rüstung an, falls er kommt. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Und er kommt wirklich. Ich spring mal schnell hier runter, damit das auch klappt. Und, ja. Oh, ich bin tot. Ist er jetzt da? Flo, du kannst ja nicht. Ich sehe es leider nicht, aber ich bin halt nämlich fast tot. Halbtot. Das ist eben der Nachteil. Das ist natürlich nicht gut. Wollen Sie Ihr Schwert wieder haben? Ja, geben Sie mal schnell. Hier bekommen Sie Ihr Schwert. Wollen Sie die Rüstung auch wieder? Hier. Nein, nicht. Okay. Oh, er hat mich getroffen. Das ist nicht so gut. Oh, das ist ein Baum, Leute. Wir haben nur ein Herz. Er ist am Baum. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe immer drei Herzen, aber es ist wieder möglich. Und der zweite kommt wieder nach. Wir kommen wieder Flüchtlingsnachstrom. Ich springe erstmal wieder kurz runter, Leute. Ne? Wir sterben erstmal, ne? Ja, so. Wir werden erst jetzt mal wieder ein bisschen sterben. Oh, danke. Oh, die beiden kommen jetzt. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, der Guide. Wird wirklich schwieriger, es ist natürlich wieder möglich. Sehen Sie sich diese Präzision an. Das ist natürlich scheiße und der Guide ist missglückt. Nein, der Guide ist nicht. Der Guide ist zwar missglückt, aber ihr habt gesehen, es klappt. Es ist vollkommen möglich, wenn die anderen leben. Nee, es ist möglich. Wenn die richtig bauen, ne? Die haben hier falsch gebaut, ne? Ne? Wenn die jetzt hier gerade ausgebaut hätten, das wäre gar kein Thema. Das können wir auch irgendwann mal in einer anderen Natürlich, sagen. Natürlich könnten wir jetzt nochmal eine Runde starten. Ja, könnten wir machen sogar. Oh, wir sind 2 gegen 4. Leute, jetzt wird der Guide perfekt. Jetzt wird er wirklich perfekt. Weil jetzt haben wir Communication, ne? Da kann uns keiner nerven, ne? Ja, wir haben jetzt nämlich diesen Wolfblade, oder Wolfsblade, Vici 2, Brenner, wo ist Bruder Ali? Und Zocker HD 2004. Keine Villager. So, ihr müsst, wie gesagt, immer kommunizieren, ne? Das ist der Spirit und die baut schon rüber mit nix, Leute. Das ist Präzision. Sehen Sie sich diese... Was denn? Sehen Sie sich diese Konzentration an, die beim Baum... Oh, ich bin zu weit gegangen. Oh, das wollte ich nicht. Leute, ne? Genau das ist das, was wir euch zeigen. Leute, wenn die nur solche Sachen haben, ne? Die werden die geradeaus zu uns bauen. Und das ist der wahrscheinlich dieser Wohl... So,
das kann man natürlich auch machen, Leute, ne? Aber schauen Sie. Ach so! Oh! Okay, er hat anscheinend noch überlebt, aber er baut sich höher als gedacht. Okay. Flo, ich bitte Sie, die Rüstung zu nehmen. Das vereinfacht natürlich die Sache wieder. Es scheint wirklich so, als ob das Team aus Lappen besteht. Wenn die jetzt auf dieser Höhe weiterarbeiten, ne, oder noch hier ein paar so Eckwinkel setzen, ne, dann wäre das natürlich ein perfekter Guide, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann ist es eine perfekte, perfektes Konstrukt. Schauen Sie. Und genau das wollen wir. Einen zweispurigen Weg, das ist natürlich nicht das Perfekte, aber es ist gut. Selbst der zweispurige Weg kann uns zum Sieg helfen, ne? Ja, weil dann springen wir vielleicht nicht ganz runter. Wir müssen, wenn die kommt, müssen wir uns direkt hier hinstellen. Also direkt in die Nähe, damit... Das war jetzt wieder ein Fehler von denen. Nee, das ist natürlich jetzt wieder das, was wir nicht geahnt haben. Unser Nachteil, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Ja, also... Damit, hinter dir. Seht ihr, Leute? die sich fühlen müssen. Okay, Leute. Wir können jetzt natürlich hier versuchen, irgendwie auf diese Flagge zu gucken. Aber es geht leider nicht. Es geht nicht. Es ist leider nicht möglich. Aber wenn ein Flug... Wie viel? Okay. Was, wie viel? Okay, bitte. Man kann den Block jetzt stoppen. Okay, er kommt. Nein! Nein! Okay, Leute, das ist natürlich geplant, ne? Wir können es ist alles geplant. Im ganzen Management ist das geplant. Er hat leider einen Bogen, glaube ich. Ja, er hat einen Bogen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sau. Ich bin natürlich hier gleich tot, ne? Nur noch zwei Herzen. Ja, dann verstecken Sie sich ein bisschen. Ich kann auch nicht mehr sterben, Leute, ne? Da haben wir ein bisschen nachgelassen. Aber ihr seht, der Guide klappt. Man muss nicht, man sollte jetzt in diesem Fall nicht mehr sprinten, weil ich kann zum Beispiel jetzt gar keine Leben mehr regenerieren. Ich auch nicht. Also die können jetzt wirklich von überall kommen, ne? Wenn ihr, aber wenn wir die killen und die Essen mit haben, dann können die das droppen und dann haben wir Glück gehabt, ne? Leute. Die kommen jetzt von oben, unten, links, rechts. Ich bin tot. Aber der Rätsel, sag ich schon, der Typ hier, ich bin auch tot, aber ich denke mal, der Spirit, also der Guide klappt, ne? Wenn ihr genau das befolgt, was soll ich sagen? Also, hier stehen, wenn die kommen, runterschlagen. Damit gewinnt jede Runde. Wir können es euch jetzt nicht zeigen, aber ihr habt gesehen, dass wir die hier rasiert haben. Das war unser Fehler, dass wir die nicht aufgepasst haben wegen dem Bett, aber ihr seht, es klappt. Es klappt zu 100%. Wir haben jetzt zweimal von viermal gewonnen. Das ist eine 50-50. Das ist natürlich gut. Dann... Hoffentlich hat euch der Guide natürlich gefallen, ne? Wir machen auch mehrere Guides, wie zum Beispiel, wie gewinnt man immer, wirklich immer Survival Games? Oder wie... warte mal. Oder wie nehme ich ein einfaches Minecraft Singleplayer Let's Play auf? Das ist natürlich der schwerste Guide, da muss man schon ziemlich gut sein. Die werden wir euch natürlich jetzt auch im Anschluss sogar beibringen, Leute, ne? Das wird alles easy, ne? Da, sehen Sie! Seht ihr hier im Chat, mein_Schock. Ich will LP machen, steht da. Na, das ist ja die perfekte Herausforderung. Genau. Das werden wir noch einblenden, Leute, in der nächsten Guide-Folge. Das wird der nächste Guide, wie man ein LP aufnimmt. Was muss man befolgen? Welche Wörter darf man sagen? Welche Wörter soll man nicht sagen? Welche Lizenzen braucht man? Also für Minecraft eigentlich nicht, aber... Ja, welche Programme braucht man? Wie wird das Ganze verarbeitet? Das werden wir euch alles beibringen, Leute, ne? Wir werden euch natürlich wieder die Spirits sagen für den Guide. Alles werden wir euch sagen. Alles. Was wirklich zu beachten ist. Und ja, Leute. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Schaut. Da, der HansiTV hat gerade geschrieben, ihr seid gut. Genau, Leute. Selbst das wird uns schon angelobt, ne? Also, viel Spaß noch mit den anderen Guides, die wir euch noch vorstellen werden, und haut raus. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen. Okay.